So, willkommen zu dem Abenteuermodus-Projekt. Diesmal auf dem PTR-Server, der jetzt glücklicherweise funktioniert. Ich konnte meinen Charakter importieren, auch wenn ich den mit einem Importvorgang, glaube ich, so 8-mal importiert habe automatisch. Ich musste die dann ein paar Mal löschen. Zumindest, es hat funktioniert. Ich bin drauf, mein Charakter wurde importiert und auch so, dass so ziemlich alles importiert wurde, außer Achievements irgendwie. Die sind noch nicht komplett importiert. Die werden, so wie ich das gesehen habe, so nach und nach im Spiel werden die nachgeholt. Also die ploppen dann im Spiel manchmal einfach so random auf. Was sehr komisch ist. Aber gut, so ist das normal. Ich könnte ja nochmal versuchen, weil ich habe ja schon ein bisschen gespielt und ich weiß schon ein bisschen, wie das funktioniert. Die großen Nephalem-Risse habe ich leider noch nicht gespielt. Hier ist übrigens die Rangliste, die man hier so hat. Weil ich noch kein Nephalem-Riss, kein großes gespielt habe, bin ich auch noch nicht in der Rangliste drin. Seasons gibt es noch nicht. Man kann sich noch keinen Season-Charakter erstellen. Also hier wäre das dann, ja. Geht noch nicht. Was schade ist, weil ich hätte dieses Feature auch gerne ausgetestet, weil Nephalem-Risse durchgehend zu machen, weil alles andere kennt man ja schon, ist so ein bisschen lame, aber gut, was soll man machen? Ich werde nochmal kurz meinen Charakter wieder importieren. Oder? Werde ich das nochmal tun? Ja, weil ich ja nochmal, weil ich ja... Obwohl, nee, lassen wir das. Ich dachte eigentlich, weil ich noch ein paar mehr Nephalem-Portalsteine habe, aber gut, ich habe ja über 100. Das muss eigentlich reichen. Der Test-Server ist ja auch nicht unendlich lange online. Gut, wir starten in dem Schwierigkeitsgrad normal, weil es ist relativ egal, in welchem Schwierigkeitsgrad man startet. Gibt doch keine Wartezeiten mehr. Also es ist relativ egal, welchen Schwierigkeitsgrad man das macht. Das Drop-Chancen sind, glaube ich, in allen ziemlich gleich. Ja, Tutorial ist normalerweise dann... Obwohl ich gerne gucken möchte... Ich gehe nochmal kurz raus. Obwohl ich gerne gucken möchte... Ob das wirklich stimmt. Oder ob bei den Beschreibungen der... Schwierigkeitsgrad, ob da jetzt irgendwie steht, dass die Nephalem, die großen Nephalem-Portalsteine irgendwie öfters droppen. Achso, nee, da, Qual, da hört man ja nur die Goldstufe. Nö, tun sie nicht. Also ich denke mal... Ist ja eh so, ich mach das erst auf normal, ist ja eh so, dass man auf dem PTR so gut wie alles, was man bekommt, sei es ein Legendary, die ziemlich häufig droppen. Oder aber irgendwas anderes, dass man die sofort verkaufen oder löschen kann, weil der PTR ja nichts saved. Das heißt, wenn der Test abgeschlossen ist und der Patch auf dem offiziellen Server ist, dann ist auch alles, was man hier erfarmt hat, weg. Das ist leider so. So, fangen wir mal an. Wenn sich hier das Spiel mal eingependelt hat, denn es ruckelt übelst hier gerade bei mir. Da müssen wir jetzt mit leben. Ich habe ja auch eine Latenz von 324. Das ist scheinbar... Jetzt hat sich eingependelt. Ah, die Framerate aber noch nicht. Okay. Ich danke euch für euer Kommen. Habe ich irgendwas im Inventar? Nee. Okay, es geht schon mal los, was ich... Ihr könnt eure Blutsplitter eintauschen. Ja, das ist hier Tutorial. Reden wir mal an, damit das da weggeht. Nicht so schüchtern. So. Was ich schon mal ziemlich doof finde, was schon mal am Anfang jetzt gleich zeigen will, ist, wenn man hier die Nephalem-Obelisten anklickt, dann hat man jetzt hier so ein Fenster. Das ist normal, weil man muss ja halt irgendwie auch diese größeren Portalsteine aktivieren können. Jetzt aber kann man nicht mehr einfach seine Portalsteine in die Truhe packen und von da an das Portal aktivieren, sondern man muss immer sich jetzt einen Portalstein ins Inventar des Charakters legen, weil das jetzt nicht mehr so geht.
muss dann immer sagen, so zack, ich will einen haben, dann zieht man hier das Inventar, zack, und dann kann man damit zum Obelisken gehen. Man braucht auch mit dem Patch nur noch einen und nicht, wie waren das, 5 oder so. So, den packt man dann einfach mal hier rein. Ruckelt dummerweise hier richtig übel gerade. Dann merkt es, okay, das ist ein Fragment eines Portalschlüsselsteins und dann steht da in englischer Sprache, steht da, dass ich gerade dabei bin, einen Ständer nicht von dem Rift zu öffnen und alle meine Mitglieder in meiner Party, ich bin aber alleine, benötigen auch einen Portalstein, einen normalen Portalschlüsselstein, um da auch mit reinzugehen. Ansonsten bin ich da alleine drin. Aber da ich hier eh keinen habe, ich da lang rein. Lernt eure Macht zu nutzen und ihr werdet überleben. Das ist nice. So, das Spiel ruckelt immer noch. Auch nicht schlecht. Pendelt sich aber gleich wieder ein wahrscheinlich. So. Was sich hier verändert hat, ist einzig und allein der Balken, der ein bisschen. Ich habe dazu, die Lautstärke ist ein bisschen laut. Ich habe dazu gesagt, irgendwie ist so ein bisschen HD. Anti-Aliasing ist an, ja, Mittel hoch, Texturqualität hoch. Müsste mein PC eigentlich schaffen. Ich weiß nicht, warum das immer noch rumlaggt. Ja, der Balken hat sich eben, der sieht jetzt anders aus. Wo habe ich denn hier die Einstellung von wegen von Lautstärke oder Sound? Ne, das ist ja hier die. So. Das geht noch genau. Wie das im großen Nephilim Rift aussieht, ich hab da. Jetzt hat sich eingependelt, alles klar. Wie das da aussieht, keine Ahnung, ich war da noch nie drin, weil ich dummerweise nie Glück hatte, dass so ein Rift-Boss. Die muss man nämlich sozusagen abfarmen, dass die mal so einen Greater Nephilim Rift Portalstein droppen. Das machen die scheinbar ziemlich selten. Dafür kommen Legendaries fast in die Nephilim Rift mindestens 3-mal. Solche Drop-Chancen würde ich gerne auch auf dem offiziellen haben. Vielleicht ist es ja auch gewollt so. Und das wird übernommen. Aber ich denke mal, das ist nur für den Testzweck und so. Hi, hi. Und was es noch so hier gibt, werden wir vielleicht hinkommen, je nachdem, ob wir Glück haben und das Spiel dieses Gebiet im Nähe von dem Portal ranhängt. Ist der Pfuhl. Das ist ein, ja, wie soll man sagen, neues Gebiet, was man nur in Nephilim Portalen betreten kann. Und sollte eigentlich schon zu Anfang von Diablo 3 eingeführt werden, haben sie aber nicht geschafft. Jetzt gibt es das Gebiet. Aber wirklich drin, weiß ich nicht, ob ich da schon mal drin war. Ich weiß ja nicht mal, wie das wirklich aussieht. Habe ich keine Ahnung. Und im Nephilim Portal, da heißen die Gebiete ja auch nicht so wie die normal heißen, sondern da heißen die ja so wie das Nephilim Portal heißt. Und in meinem Fall heißt das Nephilim Portal jetzt Elementfahrt. So, und es ist viel los, wie man sieht. Der Chat ist ziemlich aktiv hier auf dem Server, weil natürlich alle die neuen Features testen wollen. Ist ja logisch. Und das Gold, was man einsammelt, ploppt da unten jetzt auch noch auf. Also wird da unten auch noch angezeigt in der Ecke. Neben meinem Wutbalken. Ist ganz schön anzusehen, aber naja. Braucht man jetzt nicht unbedingt.
So. Und wer sich wundert übrigens, das wollte ich auch nochmal ansprechen, dass keine Freunde hier vorhanden sind, obwohl man vielleicht Freunde im Battle.net hat und sich jetzt wundert, wo sind die hin? Von dir gelöscht? Nein, auf dem Testserver gibt es allgemein keine Freunde. Da hat man keine. Ja, da ist man freundeslos. Nee, das liegt einfach, weil man das allgemein auf jeden Testserver so gemacht hat. Damit die Freunde aus dem Battle.net, zum Beispiel, wenn man jetzt in eine Beta eingeladen wurde, wo Blizzard erstmal sagt, nee, da sollst du jetzt nicht so viel von erzählen. Dann ist es nämlich so, dass die Freundesliste in der Beta nicht funktioniert und somit die Freunde auch nicht mitbekommen, ob du die Beta jetzt zockst. Weil das sehen die dann ja nicht. Also dient zur Geheimhaltung, wobei jetzt für den Patch das ein bisschen... Naja, jetzt weiß jeder, dass man da den Patch testen kann. Aber trotzdem ist es standardmäßig so eingestellt. Mehr Wut. Hab ich doch. Ja, ein Drittel oder ein Viertel haben, ein Viertel eher haben wir schon. Ich hoffe mal, dass ich jetzt gleich mit beim ersten Mal so ein Ding bekomme. Huch. Wäre natürlich ätzend, wenn ich jetzt erstmal 10 solche Dinger durchspielen muss. Nicht genug Wut. So. Aber zumindest, deswegen habe ich den Schwierigkeitsgrad auch auf normal gestellt. Kann ich damit schnell diese Risse durchspielen. Weil ich dafür einfach schon zu über bin für den Schwierigkeitsgrad. Daher geht das alles ein wenig schneller. Und da es eh nur ein Test ist, kann man das schon mal machen. Ah, der ist noch nicht ganz tot. Wo bleiben denn die Legendaries, die hier in Massen droppen? Gefühlt mehr als normale Gegenstände. Huch. Da ist noch ein Gegner, der blitzen kann. Meine Hiebe vernichten euch. Hammerfürst. Ja, Gegner aus Akt, aus Akt. Ich glaube, das ist Akt. Welcher Akt ist denn das? Akt 3 oder Akt 4? Ich denke mal eher Akt 4, wobei ich das nicht ganz genau weiß. Ja, aber solche gammeln auch ruhig mal in solchen Akten, Akt 5 nämlich rum. Das ist nämlich das Gebiet von Akt 5. Aber auch nur, weil das eben der Abenteuermodus ist. Im Nephilim-Portal. Ich glaube nicht, dass es normal so ist. Also wenn man jetzt... Oder? Ah doch, das ist schon mal aufgetreten, dass ich auch normal im Abenteuermodus Gegner aus anderen Akten hatte. Aber im Nephilim-Portal kommt das eben häufig vor. So, ich suche jetzt eigentlich den Weg, um weiterzugehen. Ne? Ich will ja vielleicht auch nochmal den Pfuhl sehen. Wäre mal nice, wenn das hier das Gebiet sehen könnte. Andererseits würde ich gerne dieses Nephilim-Portal auch abschließen. Damit ich vielleicht so einen Greater Nephilim-Keystone bekomme. Natürlich auch nicht schlecht.